war so schrecklich. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Ja, das ist sowieso nichts. Oh, sorry, Mann. Sorry. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Du bist echt so ein Vollidiot. Hey, ich versuche nur zu helfen. Er braucht nur einen Arzt. Er braucht Notfallversorgung. Und wohl. Einen guten Psychiater. Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Das ist Jacob. Nicht schießen. Der sollte am Leben bleiben. Hey! Ich hab eine Knarre. Und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Nein, wir schießen nicht. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Nein. Halt, nein, 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 nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten. Ah, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich... plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger? Ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen. Und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu.
starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Ganz genau. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und, klar eine Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Keine gute Idee. Ich bleib dabei. Hört jetzt auf! Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr kaspert rum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan! Sorry. Das ist Bullshit! Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Klar, mit Werbung. Und Schmerz. Dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Die Schubskarre. So. Als nächstes müssen wir mit Emma eine Karte finden und ein Foto von dem Werwolf machen, wenn sie angegriffen wird. Und dabei wird sie auch infiziert. Mal sehen, was der Abend bringt. Theoretisch. Okay. Ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Erstmal die Treppe wieder runter zum Steg. Bist du's, Jacob? Nee, das ist Jedediah. Der Magier. Häkchen dran. Und jetzt können wir straight hoch zum Baumhaus. Und beim letzten Mal habe ich ja den Weg drumherum gewählt. Diesmal gehen wir gleich die Treppe hoch. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch... ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint.
Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Wie gesagt, diesmal gehen wir gleich die Treppe hoch. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ich kann nur das wiederholen, was ich im ersten Durchgang gesagt habe. Ich würde niemals mein Kind mit solchen Betreuern in einem Sommercamp lassen. Keins meiner Kinder. So, gib Gummimädel. Ich habe Weihnachten noch was vor. Gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls ihr es nicht wisst, ich hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext. Nein. Abby mag Nick. Also eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen. Echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Ja, ehrlich. So, wenn wir nämlich außen rumgegangen wären, wären wir jetzt hier die Leiter hochgekommen. Also. Und da sind wir. Wie gesagt. Ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da! Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst? Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Doch, im nächsten Durchgang schon. Aber diesmal müssen wir sie noch am Leben halten und dafür sorgen, dass sie infiziert wird. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Hm.
Treffen. Cool. Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. So, jetzt muss es schnell gehen dann. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Taser. Foto. Und lauf. Nichts verkacken. Kommt das Unlogische? Weil jetzt müssen wir die Tür versperren, obwohl daneben ein riesengroßes Fenster ist. So. Tür versperren. Den ersten darf ich verkacken. Falltür jetzt. Und jetzt müssen wir verkacken. Und jetzt wird es in den Arm gebissen. Ja. Oder? Ja. Perfekt. Mal sicher gehen. Mal ins Bein beißen. Happa, happa. Infiziert. GG easy. Puh. Ruhig. Ich hab es, er ist okay. Und wenn die Lodge kommt, sehen wir gleich der Karte. Hast du Schmerzen? Nee, sorry, nur ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Kid, ich hasse Granola. Sehr gut. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert! Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung.
Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, Nicks Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Beim ersten Mal habe ich Krankenwagen gesagt. Jetzt sagen wir mal Polizei. Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Diese Jäger wollen uns kidnappen. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär. Selber Dialog. Doch definitiv ein Tier mit Zellen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, ja, das ist gut. Okay. Was ist los? Tod. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Du musst komplett verrückt sein, wenn du denkst, dass ich da rausgehe, ohne mich irgendwie zu schützen. Es ist mehr eine Frage der Sicherheit. Oh, du denkst, ich schieß mir ins Bein. Oder in den Kopf. Sei kein Arsch, Mann. Ich kann damit umgehen. Okay. Liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. FBI, open up. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder?
Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Das ist eine gute Frage. Nein. Fick dich, ich behalte sie. Mann, kommen die Jäger zurück, sitzt sie hier auf dem Präsentierteller. Du denkst nur an dein eigenes Wohl. Ist kein guter Move. Nein, ich bin vorsichtig. Ich kann's nicht fassen, wie du so ein Arsch sein kannst. Also, du sagst mir nicht, was ich tun muss, Mann, okay? Echt sorry, aber das wird nicht passieren. Wovon reden wir da überhaupt? Jetzt gib ihr die Waffe. Wir brauchen sie nicht, wir haben schon eine. Fuck! Bist du fertig mit Meckern? Eigentlich nicht, aber bitte, du bist dran. Gut, ich weiß, du bist Mr. Lebensretter in der Krise. Und das ist gut, aber ich fühle mich endlich, als hätte ich einmal die Kontrolle über die Situation und du willst, dass ich das aufgebe und das ist brutal, Mann. Mit dir lohnt sich wirklich keine Diskussion. Wuchs auf deinem Mist, Mann. Ich störe wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Selber Ausgang. Ach stimmt, die müssen wir noch da irgendwie lebend wegkriegen. Lebend, aber infiziert. Ich weiß doch eh, dass du da bist. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder soweit? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Der Magier.
Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Nein. Nein? Okay. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben.